Das ist ein Thema, das uns am Anfang von unserer Lindy Hop-Karriere sehr, sehr beschäftigt hat und uns eigentlich den Kopf zerbrochen hat. Wann ist das eine, wann ist das andere, wodurch und wieso und warum und Erkennt es der weswegen? Follower? Das ist eigentlich die spannende Frage. Ja, es gibt natürlich nicht nur einen Zugang und nicht nur eine Theorie dazu, aber wir haben herausgefunden, dass das, was wir jetzt besprechen werden, für die meisten Fälle zutrifft. Es geht vor allem darum, was nach dem ersten Triple Step passiert. Das heißt, wenn wir jetzt hier 1, 2, 3 und 4 haben, jetzt ist die Frage, was passiert ab 4? Wenn die Führung sehr sanft und eigentlich ruhig bleibt, dann ist das eigentlich für den Follower die Einladung, den nächsten Triple Step zu tanzen. Ja, das glaube ich zum Beispiel, Right Side Pass. 1, 2, 3 und locker, 5 und 6. Schauen wir uns auch den Triple Step an. Wenn wir Triple Step tanzen, gehen wir quasi in die gleiche Richtung meistens, in eine oder in die andere. Und wir wollen jetzt den Triple Step mit dem Step Step ersetzen. Das heißt, wir wollen den Follower dazu bringen, dass sie oder er nicht das macht in dieselbe Richtung, sondern dass sie hin und her geht. Und meistens am leichtesten, sowas zu erreichen, ist durch eine Art, eine Drehung, in welche Richtung dann auch immer. Das heißt, die Richtungsänderung wird bei Step Step früher hervorgerufen als beim Triple Step. Zum Beispiel beim Lindy Circle 3 und 4 jetzt drehen, drehen und dann lassen wir quasi aus. Beim Swing Out 1, 2, 3 und 4 drehen, drehen. Ha. Inside Turn 1, 2, 3 und 4 drehen, drehen und dann wieder auslassen. Ja, das heißt, während 5, 6 meistens passiert eine drehende Komponente. Richtungsänderung. Richtungsänderung.